Alles klar. Aber ich weiß halt auch nicht, was die Weiber in ihrem Inventar noch haben. Das kotzt mich richtig an. Oh. Wir haben so viele Sterne hier. Ich kann noch davon bestimmt irgendwie zwei Clan machen. Geht das? Ich bin so schwer. Ich hoffe, ich kann die hier reinschmeißen. Nein, warum? Warum kann ich die Sterne nie clean machen? Was ist denn das für eine Kacke? Mist. Ja. Herzklar. Alles klar. Man braucht irgendwie. Wie kann man hier dieses komische Ding am besten herstellen, dieses HE Helium oder was das ist? Gar nicht, du musst eine Ursa töten. Melvin, wo bleibst du? Du hast eine Aufgabe. Naja. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Genau. Zombie-Konverter. Ein Soul Vial und 32 Rotten Flash und du kriegst ein gefülltes Soul Vial. Alles klar. Gib 2 Diamanten ab und krieg 2 Emeralds. Für was? Ist doch sinnlos. Oh Gott, eins Eid müde. Ja. So, gib mir mal kurz ein Erz. Hast du was irgendwie... Warte mal. Nee, da ich müsste vielleicht mal anfangen, hier alles durchzuschmelzen, was wir haben. Das wäre mal eine Option für ein Eik. Stahl. Stahl, 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 Stahl. Wir haben halt ernsthaft zu wenig Platz hier unten drin. Hä? Okay, ist mal wieder ein schöner Grafikfehler. Und das andere war Dash. Ach, Stahl haben wir da. Da. Gut, Kohle da rein. Ich wollte mich eigentlich um ein größeres Fressfeld kümmern, siehst du? Eigentlich um 3 Stück Karotten, Kartoffeln und Weizen. Könnte ich eigentlich in Angriff nehmen. Aber nicht jetzt. Glasscheiben und Obsidian.
Alles hier oben. Das und das. 2, 4, 6, 8. So, das da rein und das da rein. So. Das ist 3x3. So. Sehr schön. Wieso macht die Baumform nichts mehr? Wieder keine Axt im Inventar. Wieso macht meine Fressfarm nichts mehr? Ach, es ist Nacht. Deswegen. Deswegen haut die keine Kartoffeln durch. Habe ich nicht eigentlich irgendwo eine automatische Erdproduktion gehabt? Nee. Sauerei. So, dann holen wir uns die Dinger runter. Hi. Bye. Ach ja. Hier oben haben wir auch nochmal so viel Bullshit. Könnten wir nicht theoretischerweise auch zum Mars fliegen? Ich habe eine T3-Rakete. Wir könnten zum... Du könntest... So... Ich könnte überall hinfliegen. Ja. Nee, obwohl Jupiter nicht. Saturn nicht. Neptun nicht. Halt nur zu Pluto. Schweinerei. Ich beschwere mich beim Spieleentwickler. Wow. So, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Die sieht's da rein. Lol, du kannst hier zu LPs. Zu einem anderen Sonnensystem. Du kannst zu einem anderen Sonnensystem. Also sehe ich im anderen Sonnensystem, da bin ich so alleine. Ach, völlig. Aber eigentlich könnten wir beide wirklich losziehen und Dash farmen. Aber was bringt uns das, wenn hier keiner ist und die Chunks nicht geladen sind? Weiß ich natürlich nicht, ne? So, was mache ich mit einem Delayed Nether Star? Geplättet. Was weiß ich, irgendeine Rüstung. Den gibt's auch nicht mal ein Rezept, geil. Scheiße, wir haben ja eindeutig zu wenig Platz. Eik, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ja. Perfekt. Gute Frage. Das. Ich wollte aber. Ach doch, ich wollte Erde herstellen, genau. Damit ich unsere Fressfarm anlegen kann. Copyright geschützte Musik. Aha. So. Ich weiß aber wirklich nicht, was du machen wolltest. Ja, was weiß ich? Ja, was weiß ich? Weißt du überhaupt irgendwas? Nein! Ach, Tyrox. Irgendwas läuft schief bei dir im Kopf. Oh ja, aber ganz gewaltig.
Hä? Siehst du den? Was? Gut. Hä? Wo? Tylox, mal ernsthaft, siehst du den? Wen? Die Spawnpoles. Nein, ich sehe niemanden. Ach, jetzt sind sie auf einmal da. Was meinst du? Hä? Jetzt habe ich diese komische Reiswaffel von dir bekommen. Die gibt gut Hunger. Ja, ja. Da ist ein Spawn, Paul. Mach die mal kaputt. Hab ich. Ich habe 7 Stück gespawnt. 5 bei euch in der Base und 2 da drin. Und die waren erst am Anfang unsichtbar. Die war bei mir immer noch unsichtbar. Alter, alles klar. Ah, die geben wieder Pizzen, die machen Hunger voll. Okay, das heißt, ich muss von oben. Ah, das Schöne ist, hier kann man ja noch spammen mit dem Schwert. Komm her, Pizza. Ich. Ja, komm, weißt du, wir improvisieren jetzt einfach mal. Genau, das wollte ich machen. Das wollte ich haben. Lass dich schmecken. Danke. Alter. Oh Gott. Ja, genau. Alter, nee. Und ich hab bald kein Oxygen mehr. Ich habe halt hier auch wieder übelst Grafikfehler. Hier liegen 2 Sterne draußen, die eigentlich in der Kiste sind. Das ist ganz seltsam. Ah ja. Oh Gott. Krücken. Was? Krücken? Krücken. Hast du doch gerade gesagt. Mein. Ich mag Krücken. Ja, damit kann man alte Opas verkloppen. Ja. Warum nicht? Oh Gott, jetzt heißt es wieder, oh, Eik vermöbelt alte Opas auf der Straße. So richtig so. Oh, ich hab Pipi in die Augen. Ja. Tyrox. Ja? In der nächsten Folge fliege ich mal zum Mars. Kann ich theoretischerweise dieses Dings jetzt schon machen? Nein, wir warten auf die nächste Folge, weil die ist gleich zu Ende. Außerdem muss ich mich dieses Mal besser vorbereiten als wie beim letzten Mal. Ja. Sodass man auch zurückflattern kann. Ja, das wäre schon gut. Ach so, ich habe ja gesagt, Ender Chest ist erlaubt. Ach, wir brauchen so ein Methan-Synthesegerät. Willst mich verarschen? Gesundheit. Methan. Ich hab gesagt, Ender Chest ist erlaubt, ne? Ja. Haben wir Enderperlen? Okay, Ike, du kannst es knicken. Also das mit dem. Mit der. Wir brauchen doch ein bisschen Rocket Fuel. Ich habe 4 Raffineries. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst. Elektrischer Ofen und Sauerstoffkompressor. Weißt du, was ich hier alles in meiner Kiste gerade habe? Vor allen Dingen ist.
Ich habe 4 Quibbit Clusters, Level 1. Ich habe eine Dimensional Chest, habe einen Sterling Generator, 4 Raffineries, ein Oxygen Sealer, ein Energy Storage Modul, ein Oxygen Bubble Distributingsbums, ein Circuit Fabricator, ein Oxygen Detector, 2 Oxygen Sealer, 3 Oxygen Sealer, eine Quantum Entropie Accelerator. Verstehe ich nicht. Und ein Soweit. Gesundheit. Eine Tier 2 und eine Tier 3 Rocket. Verstehe ich nicht, aber okay. Ich habe ein Automatic Kamera. Ich habe Craft Tier 1, Craft Tier 2 und eine Machine Frame. Warum habe ich so viel Bullshit? Warum ist da ein Energiekonduit drinne? Die Frau kann auch keine Ordnung halten hier, ey. Ich frag mich, was das für Frauen sind. Das geht mal gar nicht. Ich hab 3 Airlock-Controller. Ernsthaft? Warum? Wer weiß. Ich befülle die Load auch schon mal, ne? Wo ist meine Rakete? Das dauert ein bisschen. Mach einfach mal F3. Hatte ich eben vorhin auch. Was? F3 und B war das noch? 3 und A. Da steht sie doch. Ach, jetzt. Oh. Herr im Himmel, du blöde Misset. Leer, leer, leer. Ja gut. Dann befülle ich die jetzt schon mal, ne? Die befüllt sich doch von alleine. Nee. Inventory Fuel F. Tatsache, wieso füllt die sich nicht? Hast du das schon automatisiert? Hier unten drunter oder was? Nee, normalerweise müssten die Fuel Loader das befüllen. Den Fuel Stop Loading. Die haben gar keinen Strom! Ach so, stimmt ja. Warte, ich hol einen Stern von uns. Ja. Okay, natürlich auch so, ne? Und ich. Ja, okay, wegen Dingens hier. Ach, ich weiß, wie ich das mache. Du kommst mit, du kommst mit. Ich esse ich. Du. Hast du Platz im Inventar? Mal so gefragt. Nee. Das brennt. Ich hab überhaupt gar keinen Platz. Du Scheißfeuer! Nee, dann musst du dir Platz machen. Ja, warte. Denn. Ruhig. Ich nehme auch noch ein paar Empty-Kanister mit. Damit wir das Rest Rocket Fuel aus den Raketen rausholen können. Aber wie viel Wertstoff wir brauchen? Weiß ich nicht, ich brauche erstmal Sauerstoff. Ja, ich nehme alle unsere Oxygen-Tanks mit. Scheiße, ich habe gar keinen Sauerstoff. Läuft. Ich nehme jetzt mal 9 Empty-Kanister mit, muss aber reichen. Hier brauchst du gar nicht gucken. Ich habe alles aufladen. Hab alles leer geräumt. Ich hab alles leer geräumt. Ich muss tanken. Setz erstmal den Clan rein, dass du deine 2 auffüllen kannst, die du da hast. Ich hab alle Lufttanks dabei. Schön. Ja. Das hört sich mal sowas von falsch an. Yay! Okay. Und
Hallo? Yep, sie befüllen sich. Allerdings, was brauchen wir auf dem anderen Planeten? Naja. Einen Fuel Loader. Und was brauchen wir noch? Strom. Und da fängt's an. Ich möchte ungern die ganze Zeit einen Stern mit mir rumschleppen. Deswegen brauchen wir eine Enderkiste. So, unsere Ender-Lilies sind natürlich noch nicht ausgewachsen. Habe ich noch ein Spawn-Eye-Enderman? Ne, zwei Creeper. Shit, für was ist eigentlich die Dimensional-Storage? Davon haben wir drei Stück. Ich setz jetzt hier mal eine hin. Die hat ja auf jeden Fall Platz für eine Doppelchest. Wenn ich jetzt hier Torches reinmache und hier drüben eine hinsetze. Oh lol. Nein, ich kann die nicht abbauen. Doch. Pyrox? Die dimensionale Chest ist so eine Art Ender-Chest. Pass mal auf. Siehst du, ja? Ich habe Glowstone-Torches drin. Mhm. Komm mal hier rüber. Guck da mal rein. Das heißt, warte mal. Wir können es ja mal ausprobieren, wenn... Ne, guck einfach mal rein. Ja, ja. Da sind die Glowstone-Torches drin. Ja. Ich habe drei Stück davon, dann nehme ich eine mit auf den Mars und eine lasse ich hier stehen. Na gut. Dann kann ich den Stern hier reinmachen und das ganze Equip. Allerdings möchte ich nicht gerade im Lager stehen haben. Das heißt. Einmal dahin. Warum ist hier ein Stern drin? Hä? Ach, leck mich doch am Hinterteil. Das weiß ich nicht, Alter. Fuel Loader da rein. Eine Energie und eine Fluidleitung. Das und das. Müssen wir noch irgendwas Wichtiges mitnehmen? Eigentlich nicht. Ach, ich kann auch gleich hier hochgehen. Sind die jetzt voll? Nee. Ja, doch, meine ist voll. Dann ist deine auch voll, weil meine mehr fassen tut. Na, aber ich habe da nicht alles voll gemacht. Deine ist voll mit Fuel. Oh, gut. Wie viel ist noch im Loader drin? Keine Ahnung, ich bin gerade aus deiner erstmal ausgestiegen. Loader ist noch knapp die Hälfte bei deiner und meine ist fast voll, der Loader. Na, ich habe einen Fuel Loader in der Dimensional Chest drin. Also, daran soll es nicht liegen. Alles klar.